Der Frühlingskalender des Nordharzer Städtebundtheaters. Heute Probeneindrücke. Hallo, mein Name ist Marco Miskalski. Ich bin der Chefdramaturg hier am Nordharzer Städtebundtheater und wir haben jetzt die Gelegenheit, exklusiv in die Chorprobe für Evita reinzuschauen. Im Moment, wir haben Corona-Bedingungen, Sie werden das sehen, Plexiglaswände, große Abstände, nur wenig Personen in einem Raum. Das ist jetzt nur der halbe Chor, das ist nur Sopran und Tenor, die jetzt proben. Und die tieferen Stimmen, Alt und Bass, können wir uns nachher auch noch anschauen. Jetzt schauen wir erstmal da rein, aber wie sich das gehört, mit Maske natürlich. Seite 222, das System 2, et animam refove, und wie schon vorher wurde geprobt, et castigationibus, kürzer, et castigationibus, weg, ementata, und data sind acht, die ein bisschen breiter müssen kriegen. Ne? Also, et animam, 3 und 4. Wir sind jetzt im Innenhof des Theaters. Hinter mir ist der Chorsaal, hinter den Scheiben wird noch gesungen, wenn man das jetzt vielleicht hört. Wie gesagt, das war jetzt Sopran und Tenor. Und weil der Chor zu groß ist, um unter Corona-Bedingungen zu arbeiten, ist er geteilt. Und wir können jetzt gleich noch weitere Eindrücke bekommen von der Probe der tiefen Stimmen, des Altes und des Basses. Viel Spaß damit. Verstanden? Und wie viel Takte vorher? Dann werden wir alle verzählen. Sie hat gar nichts getan. Einmal trocken. 1, 2, 3. Vita dulcedo et spes nostra. Deutlich et spes no, et spes nos. Warte noch einmal. 1, 2, 3. Vita dulcedo et spes nostra. Viel besser. Und die fangen noch einmal von vorne. Also Seite 9. Jetzt mal nur die zweite Performine. Sie kann aber nichts getan. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra. Salve, salve Regina, ultima nos, exules filii eva,
Nordharzer Städtebundtheater. Ihr Theater im Harz.